Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu FireC Pro hier bei RCCT Schöpse. Heute auf der FireC Bash Pit. Auf der FireC Bash Pit. Na? Hatten wir eigentlich gesagt, genau. Ja, wir haben hier, wie man sieht, nicht so viel Begrenzung, ne? Also wenn man hier so, oh, man kann hier einfach rumfahren, hier und da einfach lang und, ne? Also sagen wir es mal so, es ist eine Teststrecke. Du hast hier zwei Zielschleifen drin und ja, du kannst ja hier zwei verschiedene Strecken, die du hier hast. Ich würde sagen, ich zeige euch das mal. Also du hast ja hier diesen Sprung, ne? Den kannst du dann einfach hier wieder langfahren und trainierst den Sprung einfach nochmal. Ne? Also du kannst hier sehr gut Sprünge trainieren, wie du was fahren willst. Ne? Das funktioniert super. Das kannst du schön trainieren. Wir haben zwei Zielschleifen, also einmal hier, ne? Und dann einmal hier. Also die normale Strecke funktioniert ja, also die Long, wer das Video nicht gesehen hat, das geht ja hier lang. Zeige ich euch mal eine Runde. Und da könnt ihr dann für die eine Hälfte und für die andere Hälfte werden die Zeiten hier dann auch angesagt. Könnt ihr so ein bisschen gucken, wo ihr mehr Zeit verliert und könnt da so ein bisschen ausprobieren. Die andere Strecke geht ja dann hier lang. Oh. Da geht dann auch nur eine Schleife lang. Aber da könnt ihr halt schön mit den Runden gucken. Könnt halt hier viel testen. Also du kannst zum Beispiel, wenn du einfach nur Spaß haben willst, ne, mal so richtig Spaß, baust du hier Modified rein, ne, nimmst hier von hinten einfach Anlauf, ne, und machst dann den hier, ne, oder fährst hier auf die Ecke oder sowas, ne, einfach irgendwas, was Spaß macht, so, ne. Sowas kann sie halt schön machen, ne, also so. Deswegen ist es ja die Bash Pit von VRC. Also du kannst hier alles schön machen, ne? Und sonstiges. Und ja, also es ist sowas wie so eine Teststrecke. Kannst hier gucken, wie du die Sprünge nimmst, was am schnellsten ist. Einfach Spaß haben. Obwohl wir da auch eine Zeitschleife haben, okay. Aber warum zählt die nicht? Ja, okay. Also es ist auch ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Und ja, probiert einfach mal aus, so ein bisschen Spaß haben da drauf und ja. Ich würde sagen, mach hier das Video nicht zu lang, weil es, ne, es war einfach mal ganz interessant vielleicht für manche, um zu wissen, was ist das überhaupt? Ich habe mich auch erst gefragt, was macht man hier? Und ja, jetzt wisst ihr es. Und ja, danke fürs Zuschauen und würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal bei RCCT Stöpsel. Bis dann, ciao, ciao.